Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt schon mal, wie angekündigt, zu einem der Portal-Dinger gegangen. Und ja, es war wirklich ein Teleportationsportal hier hinter und Ja. sonst allerdings nichts. Und deswegen gehen wir da jetzt einfach mal durch. So wohnt diesem ganzen Wahnsinn doch ein wenig Vernunft inne. Wenn ihr also nicht mit dem Bösen im Bunde seid, das an diesem unheiligen Ort beheimatet ist, so bietet euch Yoshimo seine Hilfe an. Wer ist dieser Yoshimo? Kann aber schon sehen, wer die wichtigen Leute sind. Die haben nämlich ein Porträt. Yoshimo hat eins. Das heißt, der ist auch jemand, den wir mitnehmen können. Und das werden wir auch tun. Ein gutes Argument, das leicht von Dienern des Hexenmeisters verwendet werden könnte. Wir sind gefangen genommen worden und man hat uns Schlimmes angetan. Wir haben also mehr als genug Gründe, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Ich teile eure Meinung. Ich habe hier viel gesehen, was mich gestört hat. Ich für meine Person bin ein Krieger ohne böse Absichten. Bitte, ich würde jede Unterstützung, die ihr zu geben bereit seid, willkommen heißen. Jo, dann werdet ihr auch Unterstützung bekommen, Yoshino. Was plagt euch denn, Freund? Ich weiß nicht genau, wie ich hergekommen bin. Wie ihr, vermute ich. Ich habe versucht, rauszukommen, aber bei meinen Versuchen wurde ich verletzt. Okay, wie kam es denn dazu, dass ihr hier eingeschlossen wurdet? Es ist eigentlich ziemlich, peinlich. Mein Beruf eröffnet sich denen nicht, die noch nicht umsichtig genug sind. Irgendwie hat es mich unerwartet getroffen. Ich kam vor Jahren aus Karatur nach Adkatla. Das ist ganz weit im Süden, glaube ich. Um mein Glück zu suchen. Irgendwann ging ich in meinen Raum in der Kupferkrone zu Bett und erwachte mit starken Kopfschmerzen in einem merkwürdigen Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange ich da war, aber jetzt wissen wir schon, alles klar, Adkatla. Ich weiß nicht, wie lange ich da war, ehe ich aufwachte. Glaubt ihr, dass wir in Adkatla sind? Genau. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wurde ich betäubt, als ich hierher gebracht wurde. Ich war vielleicht bewusstlos, aber egal wie, ich weiß nicht, wie lange. Sollte es das Erstere sein, könnte dieser Ort sonst wo sein. Wir sind hier durch ein Portal gegangen. Das kann sonst wo sein. Wenn es das Letztere ist, kann ich mir nicht vorstellen, sehr weit gereist zu sein, ohne es zu bemerken. Also dann kennt ihr sicher auch das Elend, wie ein hilfloser Hamster in ein Labyrinth gesetzt zu werden. Wir sind Kameraden in der Gefahr. Bo fragt, was ihr vorschlagt, kleiner Mann. Ich kenne keine Möglichkeit, diesem Ort zu entfliehen. Vielleicht können wir gemeinsam noch einen Ausgang finden. Okay, ja klar, aber ich habe noch ein paar Fragen. Was wollt ihr wissen? Hatten wir? Welche Art Hilfe benötigt ihr? Ich kenne keine Möglichkeit, diesem Ort zu entfliehen. Vielleicht können wir gemeinsam. Ja gut, dann mal los. Ich bin glücklich, meine Klinge eurer Sache zu widmen. Es gibt zwei Dinge, die ich hier entdeckt habe und die uns vielleicht bei unserer Flucht helfen werden. Im nächsten Zimmer, hinter dem, in dem wir jetzt sind, befinden sich vier Portale. Aus jedem dieser Portale kommt ein kleines, gackerndes Scheusal, das versucht, mich zu töten. Diese kleinen Bestien kommen laufend durch die Portale. Vielleicht könnte man die Bestien, die bereits durchgekommen sind, erledigen, wenn man erstmal die Portale zerstört hat. Gleich hinter diesem Zimmer befindet sich ein Gang, der verschiedene auf Sockeln befindliche Zauberstäbe enthält. Sie zerschmettern alles, was an ihnen vorbeikommt. Ich habe bemerkt, dass jeder Zauberstab am Sockel befestigt ist und heruntergenommen werden könnte, wenn man den richtigen Schlüssel hat. Ich weiß nicht, wo diese Schlüssel sind. Lasst uns anfangen. Ein paar Schlüssel haben wir natürlich schon. Ich denke, ich bin soweit. So, Yoshimo, genau, der ist. Nee, der ist nicht zweiklassig, wollte ich gerade sagen. Der ist Kopfgeldjäger, also das ist eine Schurkenunterklasse. Den könnte man aber zweiklassig machen. Naja, egal. Machen wir erstmal nicht. Wir erhöhen seine Stufe. Und er kann mit Katana und Dolch umgehen und mit Kurzbogen. Das ist schön. Und dann Einhänder-Kampfstil. Warum, Yoshimo? Warum Kampfstil mit zwei Waffen? Okay, und dann haben wir hier noch ein paar Diebesfähigkeiten. Fallen finden kann er besser als Imone, jetzt schon. So, Taschendiebstahl braucht er eigentlich nicht. Wir machen mal ein bisschen Schlösser öffnen hoch. So, auf 75, sagen wir mal so. Dann im Schatten verstecken vielleicht auch auf 65 und hier auch 65. Da haben wir noch 10 über. Fallen stellen. Ja, so, eigentlich ist es auch gehüpft wie gesprungen. So, und dann. Sagt mir, was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. Der hat nämlich auch mal Ausrüstung. Ich meine, gut, zugegeben, ne? Die Ausrüstung ist großer Crap.
Er hat immerhin einen Katana plus 1. Kann nur verwendet werden von Yoshimo. Weiß der Teufel warum. Er hat auch einen Kurzbogen. Wir geben ihm jetzt gleich erstmal eine zweite Waffe in die Offhand, wenn wir noch ein Kurzschwert oder sowas haben. Haben wir natürlich nicht. Dann geben wir ihm mal so ein Katana in die Kurzhand. Der macht jetzt zwar ein bisschen weniger Schaden, aber er macht zweimal Schaden. So. Und dann geben wir ihm, haben wir nicht noch irgendwo eine beschlagene Lederrüstung? Da. Das müsste, genau, seine Rüstungsklasse noch einmal verbessern. Ja, und dann ist er eigentlich good to go. Mehr gibt's ja nicht. Ja, prima. So, und er hat gesagt, im nächsten Raum sollen solche Portale sein, aber Ich bevor wir da warte. hingehen. Ich kümmere mich drum. Ich sehe das doch von hier. Ein stinkendes Loch des Bösen. Ja. Bedeck deine Nase, Bo, denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Okay, das. Naja, immerhin noch einen mitgenommen hier. Ja? So, jetzt heißt, wir müssen gleich die Ist schon Portale geschehen. zerstören. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, Sag trinken wir mir, noch einen was zu tun Trank. ist, und ich bin dabei. So, was sind das? Ja, das wird wieder ätzend. So, also wir gehen da erstmal rein. Ja? Imon, du kannst Ich eigentlich. warte. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Alles klar. So, das heißt hier Ihr zeigt mir, die wohin. Ich Mephit-Portale mache auf euren zerstören. Befehl. Was braucht ihr? Okay. Sagt So. mir, was zu tun ist. Okay. Alles klar. Ich warte. Wieso hast du den Streitkolben ausgerüstet? Kann ich dir auch nicht sagen. Okay, Bib macht hier mal Cleanup-Duty. Alter, ey. Schwerter statt Wörter. Grüne Farben, was können die denn hier alles? Es ist doch. So, Minsk, du greifst aber da schon an, oder? Was macht ihr denn? Eigentlich hatte ich auch die KI ausgeschaltet. Ich muss noch gerade noch mal gucken, ob der hier. Skript? Ja, wieso? Wieso, Junge? Wieso kriegst du das jedes Mal neu? Ich könnte kotzen. Ja, okay. Scheiß Typ. Ich hasse dich. Wenn ich das jetzt jedes Mal wieder ausschalten muss, wenn ich eine neue Aufnahme beginne, kriege ich natürlich auch Plagg. Den kann ich nicht anpassen. Der hat auch kein Skript. Aber diese Trottel, die immer alles besser wissen. Wir Penta, ja, Yoshimo, okay. Gute Idee, das mir zu übertragen. Yoshimo wird auch. Minsk wird auch ständig von allen getroffen. Gerechtigkeit. Minsk und Bo. So. Los, spuck es aus. Wenn Kampf der einzige Ausweg ist, dann sei es drum. Strahlungsmephit ist ja auch geil. Alter, Minsk. Danke. So. Sagt mir, was zu tun ist. Es sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Zwei Leute schlafen. Eine wird gleich todunglücklich sein, wenn sie aufwacht. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Naja, der war mal ein bisschen lustig drauf. Auf geht's. Doppeltes Fallen Verstanden. suchen. Ich So, warte. Jahira, wer liegt denn da? Ich hoffe, das bringt was. Auf dem Tisch liegt eine Leiche. Offenbar wurden an ihr Experimente durchgeführt. Es ist schwer zu sagen, wann der Tod eintrat. Khalid? Khalid? Nein, das muss eine Illusion sein. Ein Traum, ein schlechter Traum. Wo sind die Spiegel? Wo sind die Hebel, die man umlegen kann? Wir müssen herausfinden, wo er versteckt ist, Khalid. Verdammt! Seid verdammt! Seid verdammt! Ich werde denjenigen, die das getan haben, die Herzen aus dem Leib reißen. Ich werde ihnen ihre schwarzen Herzen herausreißen. Ich werde. Ich. Nein. Ja, hier, ne? Ganz einfühlsam hier mit seiner alten Freundin. Aber es ist halt auch krass, ne? Kapitel 1 und du kannst. Also, die gehen ja davon aus, die generische Abenteuergruppe besteht ja aus Minsk. Und deiner hier, da wissen wir aber schon, deiner hier ist tot.
Ja, das sind sozusagen das Paar, dann Khalid und Yahira. Auch Khalid tot und Imon und man selbst, ne? Und die werden hier einfach munter gleich im ersten Kapitel umgelegt. Das ist Khalid, was ist mit ihm geschehen? Seid still. Bitte keine Worte mehr. Worte bedeuten nichts. Ich kann die nicht, aber ich traure um euren Verlust. Fremder, niemand. Ich werde mir eure Worte nicht länger anhören. Verschwindet! Ein tapferer Mann ist hier gefallen, aber das ist kein Grund, Beleidigungen gegen die Lebenden loszulassen. Hier, Bu wird euch beruhigen. I am helping. Blödian, Affront gegen die Natur. Was könnt ihr und euer dummes Nagetier schon wissen? Was könnt ihr schon wissen? Keine Worte, keine Worte mehr. Erspart euch eure Ansprachen, erspart euch eure klugen Sprüche. Die einzige Stimme, die ich hören will, ist für immer verstummt. Nie mehr, nie. Nein. Silvanus, führe das Licht zur Quelle. Führe diesen Mann zu dem Schicksal, das er sich rechtmäßig verdient hat. Beim Willen der Natur. Was gegeben wurde, wurde wieder genommen. Was in Aufruhr war, ist nun Frieden. Khalid, Stern meines Herzens, möge meine Liebe den Weg leuchten. Wir müssen uns beeilen, bevor uns noch jemand bemerkt. Wir müssen einen Weg aus diesem Grab herausfinden und zum Licht der Oberfläche zurückkehren. Gehen wir. Jetzt ganz casual, so nun, das war eine kurze Zeit der Trauer. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, ihn ins Leben zurückzurufen. Sollten wir das nicht zumindest versuchen? Kann sie sogar. Sie kann so einen speziellen Hafnerzauber, der das kann. Habe ich gesehen, offscreen. Khalid ist tot, und zwar schon seit einiger Zeit. Wenn ein gewisser Punkt überschritten wurde, ist eine Erweckung nicht mehr möglich. Also zumindest nicht für sie. Vor allem dann nicht, wenn der Körper entweiht wurde. Wir leben in einer Zeit der Wunder, und die Natur erlaubt eine Wiedergeburt zahlreicher, die dahingeschieden sind. Aber dennoch gibt es manchmal einen Zeitpunkt, an dem man jemanden gehen lassen sollte. Dann werden wir die Ruhe seines Körpers nicht weiter stören. Wir werden sein Dahinscheiden durch unsere künftigen Taten würdigen. Das ist der Lauf der Dinge. Dieses Verbrechen wird nicht ungesühnt bleiben, und ich werde nicht ruhen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Wenn es uns möglich ist, werden wir dafür sorgen. Genug. Ich möchte diesen Ort jetzt verlassen. Wenn man hier zu uns... Yahira, ich möchte euch sagen, wie leid mir das mit Khalid tut. Ich weiß, wie schwer es ist. Nein, ihr wisst gar nichts. Es ist nicht die richtige Zeit für dieses Gespräch, mein Kind. Sie ist ja Halbelfe, sie ist natürlich deutlich älter als Imon, die ist ja vielleicht so Anfang 20. Und Khalid und Yahira sind ja die für Gorain, das war ja auch im Intro, ne, eigentlich auf euch, also hier auf die beiden Baalskinder hier aufpassen sollten und die auf den richtigen Pfad führen sollten, weil die lebenserfahrener sind. Hört auf, mich Kind zu nennen, ich bin genauso alt wie Bib, das bezweifle ich. Ja, stimmt, das bezweifle ich, wie soll das gehen? Gnome werden sehr viel später erwachsen, aber Baal musste ja alle in relativ gleicher Zeit gezeugt haben. Magic. Und außerdem weiß ich, dass Khalid nicht gelitten hat. Was quasselt ihr da zusammen, Imoen? Ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Ich quassle nicht. Ich habe gesehen, wie er es getan hat. Khalid war bereits tot, als unser Entführer begann, diese Dinge mit ihm anzustellen. Ihr habt es gesehen? Ihr habt zugesehen, als es geschah, aber nichts gesagt? Seltsam. Ich musste zunehmen sehen. Er schnitt und zeigte es mir. Er zwang mich, die Augen aufzumachen und zuzusehen, wie er... Hört auf! Ich will das gar nicht hören! Er sagte, ich solle zusehen, damit ich verstehe, aber ich weiß nicht, was er wollte. Er hat geschnitten und gesagt, seht ihr? Geschnitten und gesagt, seht ihr? Das ist schon ein bisschen creepy. Seid ruhig, Kind. Ich will nichts mehr hören. Ja, und wenn man sich hier nämlich zu unsensibel Jahira gegenüber verhält, dann... Ist was los? Dann ist sie auch schon raus aus der Gruppe. Du
Wo soll ich euch meine Fähigkeiten... Leichtfüßig und so. Leichtfüßig und so, finde ich auch immer gut. Yukata, sagt er doch auch immer noch. Beschwörungsstab, das ist natürlich gut. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Noch ein Schlüssel. Aber wir müssen noch mal gucken, was passiert, wenn man die Leute zum Anführer macht und so. Ich habe mir jetzt übrigens aus meinem Regal das sehr in Ehren gehaltene offizielle Lösungsbuch von Baldur's Gate Schatten von Am geholt. Erste Auflage hat mir mein guter Freund Sascha geschenkt. Von 2000 ist das. Es ist immer mit umgezogen, 20 Jahre lang. Es ist sogar in Farbe. Es ist Primas offizielles Lösungsbuch mit Deppen-Apostroph. Also, falls ich mal nicht weiter weiß, werde ich da immer schön reingucken. Yoshimo ist bereit. Genau, mal gucken hier. Minsk wird mit seiner Klinge und mit seinem festen Tritt die Führung übernehmen. Bo wird sich um die Details kümmern. Wie ich schon mal erwähnt habe, ihr hättet keine bessere Wahl treffen können. Oh, echt nicht. Ich bin für diesen Führungskram nicht geschaffen. Das war so. Ach komm, ach bitte nein. Eine merkwürdige Wahl. Ist euch vor kurzem ein Stein auf den Kopf gefallen? Ich soll führen? Nun, es ist eure Entscheidung. Ja. Ich tue ohnehin, was getan werden muss. Es kümmert mich nicht, ob ich da... Ich warte. Ja, noch wenn der wird Bib hier den Anführer mimen. Ich glaube zwar, dass Yahira das meiste Charisma hat. Ja, 15. Oh, aber er hat auch 14. Nicht schlecht. 16. Sie sollte Anführer sein. Die Leute, die glauben, sie seien am schlechtesten dafür geeignet. Nicht. Ich bin für diesen Führungskram nicht geschafft, Zeit aufzubrechen. Geht klar. Sehr schön. Yukata, aber... Dann müssten wir mal Bib noch da machen. So. Ja. Okay. So. Dann speichern wir mal. Und dann gehen wir mal vorsichtig weiter. Sodeshne? Sodeshne, genau. Ich weiß gar nicht, ob das nicht tatsächlich sogar japanisch oder sowas ist. Er ist ja so asiatisch angehaucht. Asiatischen Akzent kann ich aber nicht besonders gut. Oh, wie ich diesen Spruch vermisst habe. Niemand legt sich ungestraft mit den Schattendieben an. Entflohener Klon? Wir warten mal. Hallo? Oh. Geht zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr habt hier nichts verloren. Ah, ihr seid wieder da, um mich zu quälen, mein Meister. Ich bin nicht euer Meister, liebe Dame. Gibt es irgendetwas, was ich euch tun kann? Zwinker, zwinker. Für mich? Für mich tun, nach all dem, was ihr bereits getan habt? Aber wir haben doch gar nichts getan, meine Dame. Wir sind... Achso, doch, ich kann's probieren. Wir sind gerade erst zu euch gekommen. Nee, ich kann es nicht. Wenn ihr euch beruhigen würdet, könnten wir vielleicht... Ich arbeite dran. Alles böser Klischee hier wieder. So, ihr habt mich nach ihrem Abbild erschaffen. Ach so, ah ja, also Irenikus ist halt ein cleverer Typ. Der klont seine ehemalige Geliebte. Doch ich bin nicht sie, ich bin es nicht. Und ich werde euch nie wieder erlauben, mich anzufassen. Keine Erwecken von Toten mehr, die wieder nicht sie sind. Da können wir ja schon mal gucken. Ja, klar. Ja, klar. Natürlich ist das eine Zauberin. So, jetzt ist das mit dem Wiedererwecken auch schwer. Auf, was für eine qualvolle Kreatur dieses Klon-Ding war. Sie war eine Kopie? Die Kopie einer anderen Person? Ich frage mich, warum Irenikus sie erschuf. Ich bezweifle, dass er sich an ihrer Gesellschaft erfreut hat. Er steht über solchen Sachen. Ihn fasziniert nur der Tod. Er zeigt es mir immer und immer wieder. Also sie muss auch echt... Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Also, sie muss ja auch echt ordentlich was miterlebt haben hier. So Psychoterror-mäßig. Ist was los? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Oh. Hier, Yoshimo, nimm das mal alles. Ihr müsst mir verzeihen, aber ich kann nichts mehr tragen. Ich habe euren Gegenstand auf den Boden gelegt. Ja, ja, whatever. So, mitnehmen. Brauchen wir gleich alles. Da ist er raus. Der Behälter ist zerbrochen.
Na, Pen and Paper Nord kommt einem das irgendwie bekannt vor. Die Flüssigkeit, die darin enthalten war, ist abgeflossen. Der Klon ist offenbar aus dem Behälter entkommen. Und hier in den großen Behältern sind allesamt mit Klonen der gleichen Frau gefüllt. Zumindest mit Teilen von ihr. Einige dieser Kreaturen leben, aber der Großteil schwimmt leblos in ihrer Flüssigkeit. Einer der Behälter ist zerbrochen. Zeit aufzubrechen. Krasser Scheiß. Die zentrale Einheit scheint alle anderen Einheiten mit Energie zu versorgen. Also hier lang? Feuerball nehmen wir immer gerne mit. Brauchen wir vielleicht heute auch nochmal. Okay, 7 Pfeile ja. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Steht dann auf dem Grabstein der Leute. So, wunderbar, würde ich sagen. Für den heutigen Part haben wir es doch. Wir haben einen weiteren Gefährten bekommen. Wir haben herausgefunden, dass Khalid genauso wie Deiner hier tot ist. Ja, und dass unsere Gruppe hier ganz schön mit persönlichen Schicksalsschlägen gleich zu Beginn des Spiels zu kämpfen hat. Und dass Irenicus, ja, ein krankes Schwein ist. So sieht es nämlich aus. Aber mit System. In seinem Wahnsinn steckt System. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Bis dahin. Ciao.